halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Andy, du kleine Dreckige. Du kleine Dreckige. Wovon hat ihr denn eine verkackte Spielkonsole? Okay. Calm down, Enno. Calm down. Also. Achso, zur Arbeit fahren macht sie schon als nächstes. Denise startet in 2 Stunden. Jupp, okay. Bei ihr nicht. Ja, bei ihm hat das ja gar nichts. Um 9, okay. Die beiden müssen also um 9 los. Okay. Also um 9 bestenfalls ja schon da sein. Okay, Denise, dir geht's ja gerade nicht so gut. Du bist natürlich die Reste vom Ratatouille. Und Charlie hat nicht sehr viel Energie. Blöd. Ich glaube, das Kind sollte man früher immer ins Bett schicken. Okay, mal kurz. So. Zum verdammten 2. Mal, Denise. Zum verdammten 2. Mal. Was ist Charlie für ein Kind, dass sie sich selbstständig dahin stellt und die Pfütze da wegwischt? Ja, okay, andererseits beweist es nicht auch nicht gerade sonderlich dolle von Intelligenz, weil wer bitte macht bitte schon eine Pfütze weg, wenn da aber noch Wasser rauskommt? Ja. Ist irgendwie seltsam als Kind. Fleißig, das gehört sich als Kind ja eigentlich nicht. Aber irgendwie, so, du gehst jetzt zur Schule. Umgang mit neuen Freunden finden. So. Oh, Denise. Mann. Jetzt kommt sie nicht mal zum verdammten Frühstück hin. Sie hätte einfach nur vielleicht ein paar Minuten früher aufstehen können. Aber nein, sie stellt sich hin, pinkelt nebens Bett. Nebens Bett. Das heißt, sie ist ja noch davon aufgewacht. Aber schafft es nicht zur verdammten Toilette, diese verdammte inkontinente Bitch. Und dann kommt sie nicht mal dazu, früh zu stücken. Mit Sauhunger geht sie zur Arbeit. Man kann es nicht umschreiben. Man kann es nicht schönreden. Und warum steht der verdammte Schulbus da immer noch? Ist schon in der Schule. Okay. Ist einfach hingelaufen. So. Gut. Und Julian, der arme Junge, darf jetzt erstmal die Piste seiner Frau aufwischen. Ja, er darf jetzt die Pisse seiner Frau fischen. Versteh, verdammt nochmal, du faule Sau. Du bist der Hausmann, du hast hier zu arbeiten gefälligst. Danach reparierst du das hier. Oh, da freut er sich schon richtig drauf. Oh ja, ich darf die Pisse meiner Frau aufwischen. Obwohl, natürlich ist nachvollziehbar, dass er eine gute Laune hat. Schließlich hat er das gestern zum 2. Mal in seinem gesamten Leben gepimpert. Beim anderen Mal wurde Charlie aus Versehen gezeugt. Das wissen wir natürlich alle. Ja, klar, ist rutschig. Genau so macht man das, Julian. Genau so macht man das. So, vielleicht steht er ja auf Golden Shower, vielleicht ist es ja deswegen entstanden. Ich werde dieses Video nicht unter Altersbeschränkung stellen, aber ich empfehle trotzdem jedem, dass man da ein bisschen aufpassen sollte. War schon erfolgreich. Okay. Pfütze aufwischen. Pfütze Nummer 2. Glücklicherweise diesmal nicht die Pipi seiner Frau. So, als nächstes darfst du säubern. Und danach machst du das Gerät einfach mal selbstreinigend.
wie auch immer der Dreck da oben drauf kommt, ich habe gerade auf dem Monitor mit dem Finger gezeigt, nicht gerade sehr schlau, wie auch immer der Dreck hier drauf kommt, er hat immer machen die hier das Essen und dann stellen sie es immer in den Ofen. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich was gesehen, was wirklich, wofür wirklich ein Herd genutzt worden ist. Aber nein, da oben ist alles dreckig, klar. So, man nimmt es im Spiel natürlich grundsätzlich nicht übel, es macht trotzdem Spaß, sich drüber lustig zu machen, aufzuregen. So, ja, jetzt mach hinne. Putz schneller. Charlies erster Schultag, da macht er natürlich erstmal Freunde. Obwohl er so kaum Freunde machen kann, da wird eine Garantie gemobbt. So. Upgrade Selbstreinigung. So. Ich grade meinen Herd ab, dass er sich selber reinigen kann. Und wie mache ich das? Ich nutze meinen Hammer der Magie und kloppe drauf ein, bis es fertig ist. Ja, ein eingeschlagener Herd, welcher kaputt ist, weil er kaputtgeschlagen ist, kann nicht mehr dreckig werden. Julian ist verdammt schlau, dass er das durchschaut hat. Oh Mann. Julian Finder hatte mit Denise Finder ein Töchter möchte im Bett. Ein romantisches Rendezvous in dem Sonnensinn des erinnerungswürdigen Moment. Ja. Hat seinen ersten. Charlie Finn hat seinen ersten Schultag angetreten. Er wird von seinen. Er will sich immer an die furchteinflößenden Lehrer aufregenden neuen Freunde, die ihn alle mobben wegen seinen seltsamen Haaren und den Bücherstab erinnern. Jetzt im Ernst. Wer bisschen öfter was bei uns geguckt hat und vieles mit Facecap gesehen hat, der weiß, ich habe für einen Jungen verhältnismäßig recht lange Haare. Und da muss man sich ja auch immer wieder irgendwelche Sprüche anhören. Bei Erwachsenen nur wieder mal ein bisschen, was immer ein bisschen mehr scherzend ist, aber bei Kindern ist es wirklich so. Die haben, denken, ist ein Junge, muss kurze Haare haben. Ist eine Frau, muss lange Haare machen. Oder Mädchen muss lange Haare machen. Wenn nicht, ist es seltsam. Kann doch gar nicht sein. So denken Kinder. Es ist so. Ich habe keine Ahnung, warum, aber Kinder denken nur mal so. Und aber jetzt im Ernst, hätte ich mir so Haare wie Charlie gemacht. Also Pferdeschwanz trage ich ja auch. Im Moment auch gerade, wo ich gerade spiele. Aber hätte ich in der Grundschule schon Pferdeschwanz getragen, wäre es wahrscheinlich schlimmer gewesen. Und hätte ich sie so wie Charlie links und rechts getragen. Also, ich weiß nicht, wie nennt man diese Zöpfe? Irgendwie diese typischen Mädchen-Schöpfe. Also in jedem Porno, wo Schulmädchen drin steht, tragen Mädchen diese Zöpfe. Also links und rechts, ne? Weil es einfach wirklich verdammt mädchenhaft wirkt. Also, Schulmädchenhaft. Junges Mädchenhaft. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, also hätte ich die so getragen, wäre ich mit Sicherheit. Ah, das wäre grausam gewesen. Okay. Also ich habe Mitleid mit Charlie. Okay, Jürgen Finder hat Schraubenschlüssel und Hammerzahn genommen und ein Objekt von der Sorte Waschbecken repariert. Nie wird er den Schweiß und die Tränen und den Schmerz vergessen, als er sich mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen schlug. Oh, irgendwer hat ordentlich Geld der gegeben. Charlie Finder geht's gerade nicht so gut. Kann ich aber auch nichts machen. Charlie Finder hat Sandy French in der Schule kennengelernt. Wow, das ist bestimmt ein paar Leute mehr schließlich. Stellt man sich ja irgendwie vor am ersten Schultag. Ist ja irgendwie so. Okay, Annie hat die Tage weggebracht. Annie hat heute 335 Simoleons verdient. Brave Annie, hast du toll gemacht. Annie hat gerade alles im Grundbereich. Ja, nur verdammt müde. Muss ich nur dafür sorgen, dass Annie nur ein Nickerchen macht. Nicht allzu lange. Bis 22.30 Uhr. Nein, so lange darf sie nicht. Okay. Bin ich mal gespannt, wann Charlie nach Hause zurückkommt. Sollte eigentlich nicht mal allzu lange dauern. Okay. So. Denise Finder hatte mit Julian Finder ein Techtelmechtel in einem Bett. Nach Sandy Fitching. Ja, klar. Freunde kennen, ist doch super. Okay. In einem Bett.
Aus diesem Satz würde ich schließen, es ist auch in Sims möglich, woanders ein Techtelmechtel zu haben. Allerdings konnte ich das erst machen, nachdem ich ein Doppelbett hatte. Also worin könnte man sonst noch ein Techtelmechtel machen? Ich bin gespannt. Okay. Ein romantisches Rendezvous mit einem besonderen Sim ist immer ein erinnerungswürdiger Moment. Diese Erinnerung teilen. Nope. Okay. Dies hat Tage weg verbracht, Denise hat heute 192 Simoleons verdient. Annie Finder ist gerade zu ihrer zweiten Verabredung mit Zelda Mare gegangen. Wenn die Dinge weiter gut laufen, werden sie viele gemeinsame Erinnerungen sammeln. Ich glaube, davor, bevor das sie kam, wurde schon Schluss gemacht. Egal. Denise scheint es gut zu gehen. Okay. Es war wirklich nicht leicht, aber Annie Finder hat sich von Zelda Mare getrennt. Sie wird sich immer an den Augenblick erinnern, als sie beschloss, dass es reicht und dieser katastrophalen Beziehung ein Ende setzte. Annie Finder hat all ihre Mut zusammengenommen und Zelda Mare um eine Verabredung gebeten. Ein solcher Vorstoß... Okay, Vorstoß wäre witziger, wenn sie ein Mann wäre. Aber egal. Bleibt einem immer in Erinnerung. Das hier wird sowas von niemals jugendfreundlich sein. Okay, Glückwunsch. Julian hat die Fähigkeit, Geschicklichkeit ist soeben Level 4 erreicht. Julian kann nun Herde und Öfen mit mehreren Upgrades aufwerten und verbrennt sich dabei noch nicht einmal die Finger. Wow. Julian findet das Objekt Herd verbessert. Das Gefühl von Stolz, eigenhändig einen Gegenstand repariert zu haben, wird unvergessen bleiben. Wow. Es ist einfach so albern. Okay, wie spät ist es gerade? 16 Uhr. Also, Julian, mach's nicht deiner Frau gleich, bitte. Geh aufs Klo, bitte. Jetzt. Okay, das kann ja weg. So, Charlie ist immer noch bei River. Forever? Okay, wie lange schläft sie? Auch bis 23 Uhr. Energie hat sie schon ein bisschen was. Steh mal auf. Und du stehst auch auf, weil wenn ihr zu lange schläft, dann kommt ihr nicht mehr in einen ordentlichen Biorhythmus. Ist so. Kannst du später fertig essen. Und später natürlich auch aufräumen. So. Julian. Achso, den hatte ich schon. Annie Finder hat soeben jemanden interviewt. Sie wird nie vergessen, wie viel Zeit und Mühe sie in ihre Karriere investiert hat. Julian Finder ist stolz darauf, dass Charlie Finder ins Kindesalter eingetreten ist. Alle Eltern finden es als wundervolle Erinnerung, ihren Augenstern heranwachsen zu sehen. Julian Finder hat Schraubschlüssel und Hammer zur Hand genommen und ein Objekt von der Sorte Toilette repariert. Nie wird er den Schweiß, die Tränen und den Schmerz vergessen, als er sich mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen schlug. Ah, das hat mir schon. Denise Finder konnte es nicht mehr halten und hatte einen dauernswerten Blasenunfall. Ist jetzt die Nachricht für den ersten oder für den zweiten? Ich weiß es nicht. Sie wird das immer als Aufklärung über ihre Blasenkapazität in Erinnerung behalten. Ja, das haben wir gemerkt. Sie hat das sich lange gemerkt. Okay, die zocken gerade alle. Jürgen Finder hat Schraubenschlüssel und Hammer zur Hand genommen und dann weg von seinem Computer repariert. Nie wird er den Schweiß, die Tränen und die... Ja. Warum zur Hölle nutzt er einen Hammer bei der Reparatur? Oh. Charlie ist hier da. Hat wenig Energie. Ja, entspann dich mal. Als ich mit dem Hammer versehentlich auf den Daumen schlug. Warum mit dem Hammer? Wenn man einen PC repariert, sollte man nicht unbedingt einen Hammer verwenden, weil diese Dinger nicht unbedingt, wessen Handy telefoniert gerade? Alter, ich weiß, wo dein Handy telefoniert. So, wessen Handy klingelt gerade? Wessen Handy? Keine Ahnung. So, Tagträumen.
du hast einfach mal einen bösen Traum, keine Ahnung. Schlaf ist vollkommen ausgeruht. 33. Werde ich nicht zulassen. Ich werde. Obwohl, kann sie machen. Mir egal. Julian Finder hat gerade hier zu tun. Und zockt deswegen. Denise möchte ich, soll nicht schlafen. Sonst stellst du einfach mal Reden üben oder so. Irgendwas. Ah, obwohl. Stopp. Natürlich erstmal ans Handy gehen. So, sehr gut. Rangehen. Wo hat sie bitte schon gerade ihr Handy? Hat sie den Anruf verpasst? Weil sie erstmal ihr Bett machen musste. Erstmal findet. Wahrscheinlich hat sie ihr Handy aber nicht gefunden. Wahrscheinlich hat sie sich das irgendwo. Oh Gott. Ich spreche es nicht aus. Ich denke, jeder wird wissen, was ich gerade meine. So. Charlie geht es gerade übrigens überhaupt nicht gut. Hausaufgaben! Nochmal ordentlich Hunger und Probleme mit der Hygiene. Okay, ich lasse Charlie mal ein bisschen schlafen. Habe ich Denise nicht... Klimas, ja, okay, unterhaltet euch miteinander. Spricht ja nichts gegen. So. Julian, du darfst währenddessen aufräumen. Okay, gut, ich gehe mal wieder mal auf die Nachrichten ein bisschen ein. So, das habe ich ja schon kommentiert von wegen Hammer, PC, passt nicht. Nicht so richtig. Okay, Hyun hat die Grundlagen des Gebietes Geschicklichkeit begriffen. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Was irgendwie witzig ist, weil ich habe, glaube ich, tollpatschig, genau, tollpatschig habe ich als Charaktereigenschaft hinzugefügt. Ist eigentlich irgendwie ein Synonym für ungeschickt eigentlich, ne? Aber egal. Du sollst Reden üben. Ich habe das Gefühl, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, oder? Ja, mir ist auch egal. Annie hat ihren ersten Roman geschrieben, die wird sie vergessen, mit welcher Leichtigkeit die Wörter von ihren Fingern in die Tastatur flossen. Dieses Finder ist zum Einkaufen in den Supermarkt gegangen. Einen Nachmittag lang frisches Fleisch zu quetschen und an frischem Obst und Gemüse zu schnuppern, ist in der Tat erinnerungswürdig. Wow. Das klingt ja... Ach, egal. Nein! Du übst Reden. Du übst da doch mal Reden. Was ist daran so schwer? Du musst dein verdammtes Charisma verbessern. Oder geht das nicht mehr so auf die Art und Weise? Ja, scheinbar nicht. Wir brauchen Bücherregal und Bücher, glaube ich, damit ein paar Sachen verbessert werden. Okay, den sind wir shoppen. Wir würden diesen Kaufhaus nicht vergessen. Okay. Dank der unterschiedlichen Merkmale und der Persönlichkeit der Sims-Formen ist jeder Sims absolut einzigartig. Ich glaube, nicht wirklich. Weil dafür gibt es so viele wenige Charaktereigenschaften. Möchtest du diese Merkmale erfahren? Ich glaube, das kann ich schon ganz gut selber einschätzen. Okay. Ansonsten keine Nachrichten mehr. Ja, geil, ich habe alles abgearbeitet. Julian. Ich sage es noch einmal. Euer PC, Annies PC. Euer Zimmer, Annies Zimmer. Sie schläft gerade. Ja, es ist nicht wirklich höflich, mit laut Musik, beziehungsweise Ton an, irgend so ein verkacktes Rugby-Spiel zu spielen. Dazu ist das hier so ein richtig alter Drecks-PC. Und hier steht so eine eine Spielkonsole, ein Gerät, das speziell fürs Videospielen gemacht worden ist.
Aber du bevorzugst den alten Drecks-PC. Das ist ein falscher Charakter. Oh, Sim meine ich. Was ist in deinem verdammten Kopf falsch gelaufen, Julian? Und man kann das echt nicht schönreden. Und Spaß hast du verdammt nochmal schon voll. Okay. So, Bücherregale. Bücherregal, wichtige Wälze. Ich stelle mal ein Bücherregal hier hin. Ich finde, es sieht schon töfter aus, oder? So. Denise-Finder, lesen. Geschicklichkeit Band 1, ne, Kochen Band 1, für Salz, ne. Ups. Logik braucht sie auch gerade nicht unbedingt. Sie braucht da Charisma.